Mal sehen, was Spiele und Zeug so erzählt. Der hat mich ja die letzten Jahre immer mit Technik ein bisschen abgeholt. Also was heißt, ja doch, schon die letzten 2 Jahre. Also gucken wir mal, was Spiele und Zeug zu sagen hat. Es ist übrigens ein Werbevideo. Wurde die Apple Vision Pro VR-Brille vorgestellt, um die schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, Gerüchte kursierten. Und mir ist tatsächlich alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe ganz vergessen, mir Notizen zu machen. Ich habe mir dann aber doch noch Notizen gemacht, denn die Vision Pro ist offenbar Apples Vision, wie wir in Zukunft rumcomputern. Ich weiß gar nicht, wie wir so richtig eine Zusammenfassung eines Events machen sollen, das in sich eigentlich schon eine Zusammenfassung war. Denn um Zeit für die Vorstellung der Vision Pro zu haben, ist Apple durch die typischen Sachen einer WWDC-Präsentation leider kein B-Roboter ziemlich durchgeprescht. 3 neue Macs haben sie gezeigt, neue Versionen von iOS, macOS, iPadOS, watchOS haben sie uns dann vor den Latz geknallt, ohne irgendwelche Sachen im Detail zu erklären. Es waren allerdings leider auch ein paar Sachen unangenehm abwesend. Für mich und diesen Kanal besonders interessant, HomeKit und Smart Home. Und da gab es exakt gar nichts. Das höchste der Gefühle war, dass in einem Nebensatz fiel, dass du in Zukunft auch per Siri Airplay-Inhalte auf HomePods dirigieren kannst. Die wichtigste Ankündigung des gestrigen Abends war dann aber sowieso, dass AirTags in Zukunft gemeinsam genutzt werden können. So. Okay, das finde ich gut, weil davon habe ich so ganz schön viele. Und ich dann hoffentlich nicht mehr permanent von meinem iPhone angeschrien werde, wenn ich mal mit dem Autoschlüssel meiner Frau unterwegs bin. Das ist mein liebstes Feature. Entschuldigung, dass wir Sie gerade stören. Haben Sie zufällig Ihr Auto zurückgelassen? Ja, das steht auf dem Parkplatz und ich bin gerade einkaufen. Also, ja, ich habe mein Auto zurückgelassen. Genau. Haben Sie zufällig Ihr Golfbag zurückgelassen? Ja, das steht zu Hause im Schrank. Soll da auch bleiben. Gut. Nach vor. Erstmal hat Apple jede Menge neue Macs angekündigt. Das ging los mit einem 15-Zoll MacBook Air, das jetzt eigentlich auch gar nicht so viel mehr berichtenswert ist als das. Es ist ein MacBook Air mit einem 15-Zoll Display. Es ist genauso dick wie das 13-Zoll, hat die gleichen Anschlüsse, ist nur 2 Zoll größer. Dann gab es einen neuen Mac Studio, der hat jetzt den neuen Prozessor, also einen M2 Max oder M2 Ultra und die neuen Dinge, die damit einhergehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Apple, also mal von meiner Seite eine kleine Kritik an euch. Ich mag ja eure Sachen, aber meine Fresse, eure Apple-Produkte auf dem Laptop-Markt zacken richtig hart rein. Und das ist jetzt mal einfach von einem Menschen, der mittlerweile 2 davon hat und sonst sämtliche Sachen, die ihr produziert. Aber die zacken echt rein mittlerweile. Also selbst das neue MacBook, was ich mir gekauft habe, es tut seinen Zweck, aber irgendwie zackt das auch. Es ist nicht mehr so schön, wie es früher mal war. Also das Betriebssystem ist irgendwie nicht mehr so. Also Arbeiten auf Windows ist mittlerweile sehr attraktiv. Natürlich deutlich mehr Leistung und neuere Anschlüsse und neue Funkstandards. Es gibt jetzt auch einen Mac Pro, der im Prinzip ein Mac Studio im Körper des alten Mac Pro ist. Mit der Möglichkeit, über PCIe-Slots der 4. Generation Erweiterungskarten eingesteckt zu 2, 4, 6 zu bekommen oder auch zusätzliche Speichermöglichkeiten. Man hat jetzt eben mehr Platz im Gehäuse. Da kannst du offenbar alles reinstecken, außer Grafikkarten. Dann kam aber iOS 17 und brachte mit sich sehr viele kleine, aber feine Verbesserungen, würde ich sagen. Wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, in Zukunft kann ich einstellen, was anderen iPhone-Nutzern angezeigt wird, wenn ich sie anrufe. Das finde ich geil. Da mache ich das hässlichste Gesicht rein, was ich jemals getätigt habe. Haha, ich ruf an, ich bin's, die alte Hässlenny. Ich kann mir also da quasi selber das Anruffoto des anderen zusammenbasteln. Das klingt irgendwie nach einer unangebracht guten Möglichkeit, herumzutrollen. Die Autokorrektur... Korrekt. Oh, Dickpics. Wow. Nee, sowas mein. Soll jetzt besser funktionieren, was auch wichtig ist, denn in den letzten Jahren ist sie eigentlich eher immer schlechter geworden. Das stimmt. Ich möchte die ganze Zeit Kissy Kissy schreiben und er schreibt immer Lissy Lissy. Nee, Kissy Kissy, nicht Lissy Lissy. Schreib das nicht mit umsonst mit K. Und es gibt vor allem jede Menge neue Möglichkeiten, Sticker zu benutzen. Die kannst du einfacher herstellen. Du kannst sie überall im System anstickern. Und ich weiß nicht, ob es anmaßend ist, das zu sagen, oder ob ich einfach nur irgendwie völlig ab vom Schuss bin. Aber ich habe das Gefühl, das interessiert eher Leute, die halb so alt sind wie ich. Sympathiepunkte hast du auf jeden Fall gerade verloren. Ey, ich bin fast 40 und ich feiere Sticker.
Alter, Pipo ist einfach, Pipo ist bester Mann. Pipo ist einfach fucking bester Mann. Der spricht mir aus der Seele mit seiner Froschfresse. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ja, ja. Züchtigt mich dann in den Kommentaren. Nee, Sprachnachrichten werden endlich in Text übersetzt, so dass wenn jemand anderes rücksichtslos und egoistisch einfach... Oh ja! Finally! Ich muss mir den Scheiß nicht mehr anhören. Es gibt da so ein Problem mit Sprachnachrichten. Das möchte ich kurz mal aufgreifen, wo wir darüber sprechen. Es gibt Menschen, die schicken die Sprachnachrichten. Und das ist vollkommen okay. Beste Grüße gehen raus an Andreas. 45 Sekunden, 45 Sekunden, alles auf den Punkt. Kein unsinnige, unnotwendige Information. Sitzt im Auto, kann nicht schreiben, möchte gerne antworten. Zack, 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 runter. Und dann kommt der Mensch um die Ecke, der dir einfach 9 Minuten und 45 Sekunden Sprachnachricht reinhämmert. Und dann erzählt er dir von seinem Stuhlgang und dann erzählt er dir von seinen Haaren und was er heute alles gemacht hat. Und der letzte Satz ist, sag mal, wollen wir uns heute Abend nochmal auf einen Kaffee treffen? Nee, leck mich am Arsch. Komm auf den Punkt. Das hättest du in einem Satz machen können oder ruf mich verdammte Scheiße nochmal an. Ruf mich einfach an. Du hast noch 9 Minuten Zeit gehabt, diesen Tünnef da aufzunehmen. Du hättest mich auch einfach anrufen können und wir hätten beide gleichzeitig scheißen gehen können und uns gegenseitig von dem Stuhlgang erzählen können und dann hättest du mich gefragt, ob wir einen Kaffee trinken gehen. Aber nein. 9 Minuten 45. Hallo. Sprachnachrichten geschickt hat, ich trotzdem einfach lesen kann, was sie von mir wollen, egal wo ich bin. Wenn dein iPhone geladen wird, dann kann es funktionieren wie eine bessere Apple Watch, so als Status-Display, Uhrzeit, Stehuhr-Dings. Das ist ganz nett, kann dann auch die Live-Events anzeigen, wenn sie gerade passieren, zum Beispiel irgendwie Zwischenstände eines Spiels oder wie weit die Pizzalieferung noch wert ist. Das wäre natürlich auch super spannend für iPads, die als größere Status-Displays benutzen zu können, aber die bekommen das wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder noch später. Aber für mich schreit diese Funktion auf jeden Fall ein bisschen nach HomePods mit eingebautem Display. Und ja, zu iPads kommen wir gleich nochmal. Die Widgets werden etwas interaktiver und noch etwas mehr interaktiver, wenn es Widgets von Apple sind. Also Apple kann zum Beispiel den Status von Home-Geräten in einem Widget aktualisieren. Das können Apps von anderen Herstellern, zumindest in der aktuellen Beta, noch nicht. Diese optischen Visitenkarten, von denen ich eben gesprochen habe, die könnt ihr jetzt auch mit dem iPhone quasi per AirDrop teilen. Geil. Papiervisitenkarten sind jetzt also quasi die neuen grünen Sprechblasen. Die druckt ihr nur noch für eure potenziellen Android-Kontakte. Generell könnt ihr die ganzen SharePlay-Funktionen der letzten Jahre jetzt einfach direkt mit AirDrop starten, wenn ihr in der Nähe seid. Denn was gibt es Schöneres, als wenn man zusammenkommt, damit dann jeder für sich auf sein Handy starrt. Dann kommt. Ey, du lachst, ne? Aber das ist die Regel mittlerweile. Weil jede fucking Instagram-Nachricht ist fucking wichtiger als das Miteinander. Musste ich auch übrigens auf die harte Tour lernen. Eine Tagebuch-App im Laufe des Jahres, die schon so ein bisschen vorbereitet, was man da für den Tag reinschreiben könnte. Basierend auf den Fotos, Kalendereinträgen, Podcasts oder was auch immer du so am Tag gemacht hast. Auch die AirPods bekommen ein Update, einen Automatikmodus und Apple hat sich sehr große Mühe gegeben, gestern nirgends von AI zu sprechen. Und dieser Automatikmodus schaltet automatisch zwischen Transparenzmodus und Geräuschunterdrückung um. Außerdem kannst du jetzt die... Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte immer Geräuschunterdrückung. Ich will keinen Menschen um mich rum hören, sehen, geschweige denn anfassen. Nichts. Please don't. Direkt in Telefonaten oder Videocalls am AirPod dein Mikrofon stumm schalten oder es wieder entstumm schalten. Das finde ich gut. Zu Siri hat Apple gar nicht so viel gesagt und du musst in Zukunft auch weniger zu ihr sagen, denn du kannst sie auslösen, ohne ein Hey vorher zu sagen. Oh, yes! Geil! Das ist endlich mal jemand, der Norddeutsch gedacht hat. Denn Hey ist ja schon fast ein halber Roman vor Siri. Einfach mit dem Namen ansprechen. Bam! Fertig. Aber ansonsten scheint sie... Ich würde sie aber gerne umbenennen können. Gundula wäre geil. Exakt genauso doof zu sein wie bisher. Keine neuen künstlichen Intelligenzen an der Front. Am iPad bekommst du nicht alle der neuen Funktionen aus iOS 17, aber zumindest einige. Und einige von iOS 16 werden nachgeholt. Es gibt jetzt auch Lockscreens auf dem iPad
oder die Live-Datenanzeige, die auf dem iPhone auf der Dynamic Island wohnt. Und das große neue Feature, was das iPad bekommt, ist besseres PDF-Handling. Besseres Bearbeiten und Unterschreiben, bessere Integration ins System und Verwaltung von PDF, zum Beispiel in der Notiz-App. macOS Sonoma heißt die neue Version und das große Feature, das es bekommt, sind die Bildschirmschoner, die wir vom Apple TV kennen. Toll. Ich, der schon seit gefühlt 1990 keine Bildschirmschoner mehr hat. Okay, du kannst dir jetzt Widgets auch auf deinen Desktop kleben, bekommst die gleichen Videokonferenzfunktionen, wo du deine Präsentation zwischen dich und deinen Hintergrund schieben kannst oder Ballons und Feuerwerk aufsteigen lassen. Die neuen PDF-Werkzeuge sind auch hier an Bord. Autokorrektur und viele von den anderen Kleinigkeiten finden auch ihren Weg auf den Mac. Und ein kleines spannendes Feature noch, Web-Apps können jetzt so integriert werden, wie das auf iPhone und iPad schon immer möglich ist, dass man also gar nicht mehr so richtig von außen sieht, dass irgendwas eine Web-App ist. Ihr könnt also Websites einfach abspeichern, die bekommen dann ein Dock-Icon, öffnen sich dann in einem reduzierten Browser, wenn ihr sie darüber startet, können Benachrichtigungen schicken oder öffnen sich selbst, wenn ihr Benachrichtigungen anklickt, die hier reinkommen. Interessant am Mac ist auf jeden Fall auch der Game-Mode, wo das Spiel, das du im Vordergrund offen hast, bevorzugt Systemressourcen zugeteilt bekommt, Latenzen versucht werden zu reduzieren, zum Beispiel, wenn du einen Bluetooth-Controller angeschlossen hast. Und das zusammen mit neuen Entwicklerressourcen, die es leichter machen sollen, Spiele auf den Mac zu portieren. Es bleibt spannend, ob der Mac irgendwann eine Gaming-Plattform wird. Nee, bitte nicht. Bitte please don't. WatchOS, komm, hol mich ab. Die Apple Watch scheint ein bisschen ein neues Bedienkonzept zu bekommen, in dem auch hier Widgets eingefügt werden. Also wenn du dann am Rad, also der digitalen Krone, drehst, werden die gezeigt und darüber sollen leichter mehr Informationen zugänglich werden als bisher. Fahrradfahren und Wandern können besser getrackt werden oder haben mehr Funktionen. Und wie meine Eltern früher, kann die Uhr jetzt darauf achten, dass man lange genug rausgeht, damit deine Augen nicht leiden. Für den Fernseher gab es nicht so richtig viel Neues, jedenfalls nicht in der Keynote, außer FaceTime. Und da nutzt du dann ein iPhone oder iPad als Kamera, die du vorne hinstellst. Und das finde ich schon mal wieder so geil. Nice. Schön auf die Couch flitzen und sich dann erstmal schön FaceTime reindonnern. Ist gut übrigens für Paare. Was? Dann, nachdem Apple durch diese ganzen Sachen durchgaloppiert ist, kam der eigentliche Knüller-Knaller des gestrigen Abends. Na dann los. Apple hat endlich gezeigt, wie sie sich eine Augmented Reality Brille Zukunftscomputer Dings Spatial Computing Gerät vorstellen. Und zwar durchaus anders als bisherige VR-Brillen. Es geht so ein bisschen mehr in die Richtung der HoloLens von Microsoft, aber immersiver und durch mehr Möglichkeiten, durch deutlich bessere Sensoren und Displays und das Ganze gepaart mit der Optik einer Taucherbrille aus der Zukunft. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vorne ist es diese Glasblase und darin sieht man die Augen des Nutzers. Die scannst du vorher einmal mit der Brille und dann zeigt das eingebaute Display. Der Aktienkurs ist runtergegangen? Really? Kann man jetzt wieder günstig Apple-Aktien kaufen? Display für deine Umgebung an, wo du hinguckst, ob du blinzelst. Dafür ist ein gebogenes OLED-Display in diesem Aquarium. Und damit sieht es aus, als würde man den Nutzer sehen, aber zwischen Nutzer und Betrachter ist ja in Wirklichkeit ein Display und ein voller Sensoren. Diese Displays haben eine bisher nicht gekannte Schärfe für diese Art von Gerät. Damit sollst du sie auch recht lange tragen können und sogar vernünftig arbeiten, indem du virtuelle Bildschirme im Raum verteilst und diese eine bis zu 4K-Auflösung haben können, sollen, können, werden. Haben. Und wenn dir der Raum nicht gefällt, dann kannst du den auch einfach austauschen. Und die ersten Leute, die gestern welche auf hatten, sagten, dass man tatsächlich keine Pixel erkennt. Und einzig der Blickwinkel ist nicht so groß wie in der realen Welt, sodass, wenn du darauf achtest, du schon schwarze Ränder sehen kannst. Das soll aber sich auch einigermaßen gut weggucken, wenn du nicht explizit darauf achtest. Und insgesamt soll das Ganze auch ein gutes halbes Jahr vor Marktstart schon mehr oder weniger so funktionieren, wie Apple das gezeigt hat. Zumindest die Sachen, die man gestern ausprobieren konnte. Du kannst Filme schauen, mit Menschen interagieren, Videokonferenzieren und dreidimensionale Anwendungen nutzen. Und das Ganze ist natürlich jetzt erstmal eine Vorankündigung, damit auch Entwickler anfangen können, für dieses Gerät Sachen zu bauen. Denn das Ziel ist natürlich, dass... Nee, warte. Du willst das nicht. Das ist hier ein kleiner, aber feiner Unterschied. Du,
Du sprichst aber nicht für alle. Zum Marktstart noch mehr bessere Anwendungen, Inhalte geboten werden können. Aber dadurch, dass Apple ja einigermaßen mit Disney befreundet ist, wirst du zum Start auch Disney Plus Inhalte bekommen können und auch in irgendwelchen 3D-Zirkus, dass du dich auf irgendwelche Star Wars Planeten setzen kannst, um dann da eine Star Wars Serie zu gucken. Den Bildschirm kannst du dabei im Prinzip so nah oder weit weg schieben, wie du möchtest und so groß oder klein ziehen, wie es dir lieb ist. In der digitalen Gesichtsmaske werkelt ein M2-Prozessor, also das gleiche, was Apple auch in aktuellen MacBooks verbaut. Und auf dem anderen Auge ist ein zusätzlicher R1-Chip eingelötet, der die speziellen Aufgaben dieser Geräteklasse übernimmt und die besondere Bildschirmsituation verwaltet. Tatsächlich hast du damit auch schon eine Menge Rechenleistung im Gesicht und es sind sehr, sehr hochauflösende Displays. Es sind viele Kameras und Sensoren an Bord, damit sowohl deine Augen getrackt werden können, damit du sie als eine Art Mauszeiger benutzen kannst, und nach unten schauende Kameras, die deine Finger überprüfen, damit du dann einfach klicken kannst, wenn du was öffnen möchtest. Das alles hat aber mindestens zwei hohe Preise. Da wäre einmal der hohe Anschaffungspreis von mindestens $3,500 plus Mehrwertsteuer. Mit Umrechnungskurskosten vergleichbar teure MacBooks, hier aktuell um die 4.150 Euro. Das soll der Startpreis sein. Zusätzliche Linsen für uns Brillenträger werden wir sicherlich auch extra bezahlen können. Die Apple Vision in der professionellen Geschmacksrichtung soll Anfang nächsten Jahres in den USA starten und dann im Laufe des nächsten Jahres in weiteren Ländern. Hoffen wir, dass wir dazugehören. Aber der andere Preis, den du natürlich bezahlen musst für so viel Technik und Leistung, die du dir mit einem 3D-gewebten Gummiband ins Gesicht drückst, die Kiste braucht natürlich Energie. Und das eine ganze Menge, um das vernünftig betreiben zu können. Und die kommt aus einem kleinen Hochleistungsakku, wie Apple ihn genannt hat. Und dass es ein Hochleistungsakku ist, bedeutet wahrscheinlich, dass er auch einen Hochleistungseinzelpreis haben wird. Der ist mit einem Kabel verbunden und den kannst du dir irgendwo hinstecken. Wenn du allerdings irgendwo länger sitzt oder stehst, dann kannst du diesen Akku auch mit einem USB-C-Netzteil betreiben und dann läuft das Teil Tag und Nacht. Und es gibt dann überhaupt keinen Grund mehr, in der echten Welt unterwegs zu sein. Weder in der Freizeit noch bei der Arbeit. Wenn du allerdings von der Hochleistungsbatterie Gebrauch machst, dann ist nach ungefähr 2 Stunden Schicht und deine virtuellen Augen erlöschen. Wenn du damit also zum Beispiel Avatar 2 gucken wollen würdest, warum auch immer du das tun solltest, wie Apple das in der Präsentation gezeigt hat, dann wirst du das nicht mit einer Akkuladung im Flugzeug schaffen, dann musst du dir schon irgendwie eine Steckdose suchen. Aber es sah ansonsten schon sehr spannend aus. Also auch zu sehen, wie Apple sich das alles vorstellt. Die Nutzer wurden in den Videos eher stationär oder teilweise sogar zurückgelehnt gezeigt. Und spannend fand ich auch, dass Apple gar nicht so sehr übermäßig doll die VR und 3D und du bist mitten im Geschehen Sache geritten hat, sondern einfach mehr versucht hat zu zeigen, wie viele von den Dingen, die man schon kennt, von normalen Computern, iPads, was auch immer, man darauf machen kann in einer abgeschotteten Umgebung. Also sie haben eher Disney Plus gezeigt, als dass ich irgendwelche Beat Saber 3D VR Spiele vorgekaut bekommen habe. Und damit du die... Ja, Apple ist ja auch kein Computerspiel-Gigant. Warum sollen die Computerspiele zeigen? Die virtuellen 4K-Monitore, die du dir in jeden virtuellen Raum tackern kannst, mit noch mehr Power betreiben kannst. Du... Das war schon wieder so klar, dass das geht, ne? Mann. Lässt sich die Skibrille auch mit deinem Mac verbinden und dann kann ich im Restaurant ein Video schneiden und daneben ein Fenster mit Dokumenten auf einem weiteren Bildschirm oder Audioplayer auf der anderen Seite fliegen haben. Und auch da könnte ich einstellen, wie viel ich von meiner Umgebung mitbekommen möchte oder wo die sein soll. Und wenn dann der Kellner vorbeikommt, platzt er mir im Zweifel in mein schönes Alpenpanorama. Du kannst auch... Verpiss dich! Ich bin gerade in den Alpen, Junge! Stell meinen scheiß Kaffee hin, ich will nur E-Mails schreiben, Junge! Tastatur und Trackpad verbinden und dann theoretisch arbeiten wie jemand in der richtigen Welt. Und angeblich kann ich dann wirklich produktiv sein, egal wo ich sitze. Ob es in einem Café ist, im kleinsten Winkel des Hauses, im Flugzeug oder auf der Zugtoilette. Und im Prinzip gibt meine Umgebung dann nicht mehr vor, was ich tun kann. Also außer ich habe keine Steckdose, dann gibt sie das nach 2 Stunden vor. Außer ich kaufe mir weitere Hochleistungsnetzteile. An der Spielefront hat Apple tatsächlich überraschend wenig gezeigt. Und auch
Bei den Inhalten waren das teilweise eher so 2 bis 2,5 die Inhalte. Du kannst mit der Brille auch Bilder und kurze Clips mit echtem Tiefgang aufnehmen. Aber ich sehe persönlich noch nicht so richtig, wie ich beim Geburtstag meiner Tochter mit dem Teil am Kaffeetisch sitze, ohne eine geschallert zu bekommen. Aber gut, AirPods waren am Anfang auch ein bisschen ungewohnt und sahen leicht dämlich aus. Insgesamt ist auf jeden Fall sehr spannend, wohin sich das alles entwickelt, wie gut das alles funktionieren wird. Also gerade für mich als Brillenträger mit Riesenschädel. Aber Apple hat immerhin gesagt, dass es magnetische Zeiss-Linsen geben wird, die eingelegt werden. Also nicht wie Gurken, sondern die werden in die Brille magnetisiert. Und es soll auch verschiedene Adapter geben von deiner Gesichtsform auf die Form der Vision Pro. Also das, was Apple Lightseal nennt und dafür sorgt, dass du wirklich abgedunkelt in deinem privaten Raum bist. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt, was das alles für die Zukunft bedeutet, was das mit sich bringt, wie gut das alles wirklich funktioniert. Die ersten Berichte sind ja sehr euphorisch, dass du wirklich auch die Außenkameras, die dann quasi deine Umgebung da reinholen, quasi keine Verzögerung haben. Ich will das einfach ausprobieren, weil es tatsächlich nach einem einigermaßen polierten Produkt aussieht, das wir in der Form so noch nicht gesehen haben. Und Apple auch in den letzten Jahren ja schon sehr viel Vorarbeit geleistet hat mit den ganzen AR-Funktionen in den iPhones. Und ich bin einfach so gespannt, was zum Start noch alles an Apps und interaktiven Erlebnissen möglich sein wird. Ich kann also nicht erwarten, mir das vors eigene Gesicht zu schnallen und das für euch auszuprobieren. Der Preis ist natürlich ein bisschen eine Ansage und wird viele davon abhalten. Und ich bin gerne bereit, mich vor diesen Hype-Zug zu werfen und zu sehen, wie gut oder schlecht das in der Praxis funktioniert. Aber da sind einfach so viele Bauteile, die Apple zusammengebracht hat, die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Was von gestern interessiert euch am meisten? Was haltet ihr von der Vision Pro? Was war für euch die wichtigste Neuerung? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns drüber diskutieren und ich schaue mir jetzt nochmal den Rest der WWDC an, was im Laufe der Woche in den einzelnen Sessions vielleicht auch noch an HomeKit-Details zu finden ist oder in den Betas. Tschüss. Ja, das stimmt. Ja, also ich würde es mir nicht kaufen, by the way. Ne? Also ist für mich auch irrelevant. Ich habe eine Brille gehabt, also immer noch eine Oculus Rift. Holt mir nie ab. Ich sehe aber auch definitiv Anwendungen dieses Gerätes, die im Normalfall im Leben teilnehmen. Beispielsweise, stellt euch mal vor, ihr nehmt einen Architekten und der Architekt kann in ein Haus gehen, was er baut und hat das Haus in einem 3D-Modell in seiner Brille und kann das sozusagen alles sehen mit Abmaßen, ob irgendwo was nicht stimmt. Das ist nicht nur auf dem Zettel, sondern es ist wirklich, dieser Zettel ist so hochgebaut. Cut, ne? Also große Maschinen, die gebaut werden. So, das ist eine super Weiterentwicklung, wofür man das gebrauchen kann. Zu Hause auf dem Sofa sitzen, um sich Avatar anzugucken, ist natürlich wieder ein anderer Jam, so. Nichtsdestotrotz wird das eine, wird das schon, nehme ich an, ein bisschen revolutionär werden.